Ui, Modern Warfare Multiplayer. Grafik, Qualität, Sichtfeld. 120, ja. Eine Einstellung, die sich jeder Konsolenspieler damals schon bei MW Multiplayer gewünscht hat und natürlich auch bei Warzone 2. Und es scheint wirklich so zu kommen. So, ich glaube, in Warzone muss ich das auf gering lassen. Ich glaube, im Multiplayer kann ich das sogar auf hoch stellen. Wir gucken uns hier mal... Ui, das sieht direkt viel schöner aus. Naja. Wir gucken uns mal den MW Multiplayer an, der ja jetzt auch dieses Jahr 3 Jahre alt wird, ne? Wird der 3 Jahre alt? Das stimmt doch gar nicht, oder? Ja, doch, oder? Es kamen 2 CODs dazwischen raus. Ja, klar. Wir hatten 1 Jahr komplett MW, wir hatten 1 Jahr komplett Cold War, wir hatten 1 Jahr komplett Vanguard. MW Release war einfach Oktober oder November 2019. Was zur Hölle? Quasi 3 Jahre alt, das Game. Wird jetzt auch nicht mehr das aktuellste Modern Warfare Game sein, denn MW 2 kommt am 26. oder 28. Oktober 2022, also schon in ein paar Monaten. Wir bekommen bald die Beta, wir können bald endlich spielen. Ich bin sehr gespannt drauf. Das Ganze wird ja auch nochmal einen krassen Sprung gemacht haben, was Technik und sowas angeht. Und der MW Multiplayer ist ja eigentlich schon echt sehr, sehr geil gewesen, was das angeht. Also so Engine und sowas schon sehr, sehr geil. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Match, oder? Ja. Alter, was ist da passiert? Ah, geile Sache. Hier hinten noch einer campen, nee, ne? Ah, man kann ja gar nicht sich bewegen, wenn man mountet im Multiplayer. Das geht ja gar nicht. Digga, wie der da hinten nervt, ne? Krieg ich den da raus? Ich krieg den da nicht raus. Boah, die Time to Kill ist so geisteskrank und ich bin tot. Nein, Anon, bestimmt mit Geist, oder? Natürlich mit Geist. Ja, FOV im Warzone 2. Lana Rhodes mit der 725 one-shottet mich. Geil. FOV, unfassbar, ja, wichtiges Thema für so viele Leute. Ist auch so ein großer Kritikpunkt von Warzone 1 gewesen, dass es Crossplay gab mit PCs, die quasi FOV haben und Konsolen, die das nicht haben, ja. Die Möglichkeit, sein Sichtfeld einzustellen, ist das, ja. FOV dürfte, denke ich mal, den meisten was sagen. Digga, diese Lana Rhodes! Ganz kurz für euch vielleicht zum Vergleich, ja. Das ist 120 FOV, 120er Sichtfeld, das ist das, was man maximal auf dem PC einstellen kann. Und wenn wir jetzt hier bei Grafikqualität runtergehen auf 80, das ist das Einzige, was man auf der Konsole spielen kann. Und ihr seht, das sieht... Also, ich habe auch direkt Kopfschmerzen gefühlt. Das ist wirklich ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Natürlich kann man trotzdem spielen, so, ne? Das auf jeden Fall. Ich bin so tot. Man kann definitiv so spielen. Und ich werde die Runden, denke ich mal, jetzt hier auch einfach mal zu Ende spielen hier mit dem FOV. Aber ich denke, der Vergleich ist auf jeden Fall sichtbar. Und es ist einfach deutlich geiler, eben, ja, mit einem FOV zu spielen. Du siehst einfach viel mehr vom Game. Du hast viel mehr Rundumblick. Und das ist eine Sache... Ja, super. Die Lana Rhodes, ich liebe sie. Die sehr viele Leute gestört hat, weil das ist einfach ein Vorteil, muss man sagen, so, ne? Es ist nicht Pflicht, dass man das hat. Und ich sag's mal so, wenn ja jeder die gleichen Voraussetzungen hat, dann ist das auch in Ordnung, so, ne? Wenn du als Consolero nur gegen Leute spielst, die auch keine FOV haben, dann denke ich mal, stört das auch keinen, so, ne? Klar, es wäre schöner, das zu haben. Aber mit Crossplay in Warzone ist es eben so, dass halt gefühlt jeder das hat, außer einer selbst. Beziehungsweise, ja, viele haben es eben und man selbst nicht. Und dann ist das eben scheiße. Muss man so sagen, wie es ist. Der Mann hat auch echt geiles Timing immer. Wer? Lana Rhodes, Junge! Wie kann der Mann überall sein? Die Frau, der Typ, was auch immer das ist. Heißt sie jeder Lana Rhodes? Es gibt nur einen, oder? Ja, nur eine Lana Rhodes. Deshalb sehr, sehr wichtig. Und mir war das eigentlich schon klar, dass das so kommen muss. Zum Glück hat er daneben geschossen. FOV in Warzone 2 und in MW2 auf den Konsolen, ja. Wir haben es schon gesehen bei... Ach du Scheiße. Black Ops Cold War auf der Konsole, sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der PlayStation 5, also, ja, und auf den Xbox alten und neuen Generationen natürlich genauso. Da gab es das dann im Multiplayer. In Warzone wurde das aber nie nachgerüstet, ja. Es gab nie ein offizielles Statement von Activision, wieso, weshalb, warum es kein FOV in Warzone, wie wir das aktuell immer noch spielen, gibt. Und meine Theorie dahinter ist einfach so, ja, definitiv liegt das halt daran, dass MW 2019, beziehungsweise alle Multiplayer-CODs, die es jetzt jahrelang gab, auf Konsole immer nur ohne FOV gab und auf dem PC seit Black Ops 3 oder sowas schon, also wirklich seit 2016, 2015 oder so, mit FOV. Und da es damals nie Crossplay gegeben hat und sich auch niemand beschwert hat, ja, nice try da, haben sie es halt nie eingebaut, beziehungsweise ich glaube, es war einfach nie so eine
hohe Priorität für die, weil Konsole auch immer ein bisschen anders ist als PC und PC mehr Möglichkeiten hat. PC kannst du ja auch Grafik-Settings komplett einstellen, sowas. Das geht halt auf der Konsole nicht. Konsole ist halt, ja, man soll halt anmachen und spielen können. Vielleicht hat die Performance auch nie irgendwie so ganz gereicht, aber ja, auf jeden Fall war es nie das Wichtigste. Jetzt, seitdem es Crossplay gibt und eben alle zusammenspielen, ist das eben doch wichtig. Und ja, das haben die irgendwie wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt. Und es konnte dann wahrscheinlich auf den Konsolen-Versionen auch einfach nicht mehr nachgerüstet werden, ne? Also du kannst ja nicht so eine Engine von einem Game, was schon draußen ist, einfach so, was weiß ich, so oft wie du möchtest, nachrüsten oder so, denke ich jetzt einfach mal. Und ich denke, das wird der Grund sein. Digga, ich hab's so dumm gespielt. Wieso, weshalb, warum, das halt quasi nie nachgerüstet wurde, weil es halt einfach irgendwie nicht technisch möglich war. Warzone 2 wird ja aber ein komplett neues Spiel sein, ja? Das heißt, man wird da auch nicht mehr seine Waffen haben von MW 2019, von Cold War und sowas. Es ist ein komplett neues Spiel, ja? Warzone 1 wird es weiterhin geben, aber es ist halt nicht Warzone 2 dann, ne? Es sind zwei verschiedene Spiele. So, das ist jetzt, glaube ich, dumm, was ich hier mache. Das hat sehr gut funktioniert. Sehr viel besser, als ich dachte. Nachgeladen, ich bin dumm. Oh, das ist auch dumm. Ach du Scheiße, ist das dumm. Und das ist sogar der letzte Kill. Ach, Digga, Lana Rhodes, wirklich, ich bin so sauer auf sie, ehrlich. Kriegt sie nicht ein Kind oder so? Du hast doch was Besseres zu tun. Och, nicht Piccadilly-Nuttenzirkus. Ey, ich killte da sogar. Ist so eine Rotzmap. So, okay, Stellung auf Crash. Und ich würde sagen, wir stellen den FOV natürlich wieder auf 120. Und enjoyen natürlich direkt den geilen Vorteil. Es ist so viel besser, es ist so viel smoother, es fühlt sich schneller an, es sieht schneller aus, Rückstoß sieht auch weniger aus. Es ist top. Für mich ist das eine geile Sache. Und wir waren ja beim Thema stehen geblieben. Es laggt. Paketverlust. Und nächste Lobby. So, neue Lobby, neues Glück. Ich denke mal, oh ja, jetzt können wir anfangen, richtig drüber zu reden. Wir haben das jetzt in den nächsten CODs im Multiplayer mal gesehen. Wie gesagt, das konnte, glaube ich, ziemlich sicher nicht nachgerüstet werden in Warzone 1. Aber wir haben einen Leak bekommen, ja, von Ghost of Hope auf Twitter. Der hat schon sehr, 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 sehr viel richtig geleakt. Und ich war mir auch zu 99% sicher, dass es so kommen wird. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One. Ja, Xbox One heißt die, glaube ich, ne? Und Xbox Series S und X. Also alle neuen und alten Konsolen, die Warzone 1 hatten, bekommen erstens Warzone 2. Und die bekommen auch alle FOV für Warzone 2. Ach du Scheiße. M4, ja komm, ich spiele auch M4 jetzt. Das heißt, jeder, nicht nur PC-Spieler, sondern alle sollten eigentlich mit dieser Nachricht glücklich sein. Jeder kann das Game spielen und jeder kann das Game vor allem mit FOV spielen. Das sind bisher nur Leaks, das ist keine offizielle Nachricht, jeder spielt Geist von Activision. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr zuverlässiger Leak und ich bin mir, wie gesagt, schon davor sicher gewesen. Die können das Game nicht wieder mit Crossplay rausbringen, ohne dass es FOV für alle hat, weil das ist einfach wirklich, und das muss man Real Talk sagen, ein Nachteil, ne? Wenn du auf Konsolen spielst, dann hast du einen Nachteil gegen PC-Spieler. Einfach schon wegen FOV, ne? Muss man Real Talk so sagen, wie es ist. Natürlich, ne? Du kannst auch auf Konsolen ein guter Spieler sein, trotzdem safe, ne? Also du wirst mit FOV jetzt nicht auf einmal zu einem, kranken Spieler, wenn du davor shit warst, so. Das auf keinen Fall. Aber es ist halt auf jeden Fall eine coole Sache, ne? Muss man sagen, wie es ist. Dicker, Stunts, Geist, alles. Aber irgendwie lebe ich trotzdem. Ich verstehe es nicht so ganz, wieso und was macht er da hinten? Sunshine Terror. Ach, Bruder! M13 Hybrid! Du kannst doch... Man kann da keinen... Nee. Das sehe ich nicht ein. Ich sehe das nicht ein, dass Leute sagen, nö, ich hab so Spaß. Ich verstehe das nicht. Also, du musst ja nicht der Ultra-Pusher sein, so, ne? Digga, aber sich in den Spawn zu legen und einfach nur abzuaimen, das kann doch keinen Spaß machen. Der hat nur 30 Schuss einfach. Oh. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, oh mein Gott, was ihr von der Nachricht haltet. Und auf welcher Konsole ihr spielt, würde ich auch mal, würde mich interessieren. Spielt ihr auf dem PC, spielt ihr auf der PS4, spielt ihr auf der PS5, spielt ihr vielleicht gar nicht mehr, keine Ahnung, schaut ihr trotzdem Videos. Würde mich interessieren, deshalb euer Feedback da gerne auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ich muss sagen, so ab und zu einfach mal in MW-Multiplayer reinzugehen, ist schon relativ geil irgendwie. Also es hat irgendwie was, also es ist schon, es ist nicht langweilig irgendwie hier reinzugehen. Oha! Digga, so verbuggt die Waffe. Aber wild, einfach letzter Kill, Exekutierer. Wild. Vor allem das Game sieht schon so geil aus eigentlich, ne? Und das ist jetzt schon 2019. Bin so unfassbar gespannt, wie das 2022er MW2 aussehen wird, ne? Ich hab so Bock da drauf. Darauf habe ich nicht so Bock, aber na, die Sau wird mitgenommen.
Junge, wie er lacht einfach, hä? Oh mein Gott, er hat mir so in die Fresse gehauen. Digga, man hat ja so einen Flinch, wenn man den Box kassiert, ne? Du guckst ja wirklich komplett in den Himmel. Ach, da sitzt noch einer in der Ecke, oder was? Digga, überall sind die Leute. Hä, wo kommen die denn alle her? Und alle lassen sich hier raustraden von meinen Teammates. Jungs, Konzentration. Nein, Teammate blockt mich. Und der Typ hat schon 100.000 Kills gemacht mit seiner M13 einfach. Oh, mit Spezialmuni. Digga, das ist ja so bodenlos, Spezialmuni. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Geile am MW-Multiplayer ist, hier sind einfach alle Waffen so unfassbar stark, dass es fast keinen Unterschied macht, welche Waffe du spielst, weil alles gefühlt Instant-Job. Wo war der denn? Howard, och nee. Och, er legt sich genau dann hin, man kann ja nicht so Glück haben wie er. Murphy, halt dein Maul. Die gehen hier so aufs Objective und so Teammates kriegen es hier nicht gebacken, irgendwas zu machen. Auch so Teammates haben, die so ein bisschen aufs OBJ gehen. Digga, dieser Prady-Typ geht mir so auf den Sack, ne? Der Disrespect mit der Pistole musste sein. Prady, du gehst mir auf die Nerven mit deiner M13 und Spezialmunition. Es ist so krass, du bist halt instant tot, du hast keine Chance zu reagieren. Und die TTK ist ja sowieso schon ultra green in dem Game. Vor allem im Multiplayer. Mit Spezialmuni einfach One-Shot. Oje. Ach, Bro, das ist wieder dieser Praedith, der da hinten jetzt steht, mit seinem RPG und da einfach nur reinhält. Ja, ohne Spezialmuni funktioniert auf einmal nichts mehr, ne? Was denn? Ach, gesniped worden. Ja, also wenn Praedith was anderes kann, als sich hinter Headlitch zu setzen, will ich dann fress ich ein Wesen. Schade da. Aber mein Team war ja komplett kacke. Ich mach 42 Kills, das meine Teammates. 32 ist noch okay. 14, 16 und 5. Hallo? Gegnerteam 59, 43. 23, 26, 14, 14. Digga, und den krassesten Sniper aller Zeiten hatten die Gegner. Wild. Gut, Freunde, ich wollte einfach nur ein kurzes Video darüber machen. Ich denke mal, es ist in Ordnung gewesen. Beziehungsweise, ich denke mal, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. MW2 und Warzone 2 mit FOV auf der Konsole, auf allen Konsolen, vor allem auch nicht nur auf PS5. Viele dachten auch, dass es auf PS4 und Xbox One gar nicht mehr rauskommen wird. Das Game ist tatsächlich der Fall, ne? Wird zu kommen. In diesem Sinne, ja, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich freue mich extrem auf die MW2, auf die Warzone 2 Zeit. Das geht jetzt alles schon in sehr kurzer Zeit los. Also, ja, wird geil. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein. Ciao, ciao.